Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge League of Legends. Und wir haben gerade First Blood an die Gegner verloren. Amumu hat Mitte gegankt und darauf war unser Echo nicht vorbereitet. Und ich fürchte, das, was ihr mir auch schon in die Kommentare geschrieben habt, es wird immer schlimmer. Also wir haben drei Leute im Game, die zum ersten Mal ihren Champion spielen. Darunter ein One-Trick-Quinn, was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Aber anscheinend spielt er nur, I don't know, vielleicht spielt er nur Flex-Q oder vielleicht spielt er nur Normal Games, ich weiß es nicht. Also er hat auf jeden Fall Quinn im Namen, also er spielt sie ganz sicher nicht zum ersten Mal. Aber, oder vielleicht ist es auch ein Anzeigefehler, das kann natürlich auch sein. Wenn solche, wie sagt man, Third-Party-Tools und solche Sachen, die können natürlich auch fehlerhaft sein. Auf jeden Fall haben wir Echo und Aphelios auch noch kein einziges Game auf dem jeweiligen Champion. Warum zum Teufel wurde der ignited? Ja, das gibt einem kein gutes Gefühl, sagen wir es mal so. Naja, mal schauen. Respawn, respawn, respawn. Ich weiß leider nicht, welches Camp der Amumu geskippt hat. Er hat nämlich die Krabbe gemacht, aber hat trotzdem nur 20 Farmen. Das heißt, er muss irgendwas geskippt haben. Aber ich habe keine Ahnung was. Leider. I have no idea. Ich mache jetzt mal die obere Krabbe schnell. Welcher Drake? Infernal Drake. Ja, am liebsten würde ich den Nasus aus dem Game nehmen. Die haben nämlich echt ein krankes Team, die Gegner. Nasus, Pantheon, Lux, Kaiser. I'm lost this game, I just don't int. Ja, da kriegt man natürlich richtig Lust zu spielen, wenn der Typ nach 2 Minuten schon schreibt, was macht mein Champion? Und nach 5 Minuten, yo, das Game ist verloren, boys. Ich werde zwar nicht inten, aber gewinnen werden wir auch nicht. Wow. Das ist ein kranker Slow auf jeden Fall. Für Level 1. Gut, dass das nicht overpowered ist. Also wie lange der Slow gehalten hat und wie stark der war. Okay, passt. Aber ja, ich denke, wenn man den Nasus aus dem Game nimmt, hat man die besten Chancen. Weil ich glaube, der hat das größte Carry-Potential. Andererseits hat der Momo schon 2 Kills. Wahrscheinlich niemand ein Ward hatte. Und jetzt könnten die sogar Drake machen, theoretisch. Zu zweit schaffen sie es auf jeden Fall. Aber es ist ja die Frage, wo der Pantheon ist, oder wird es sehr wahrscheinlich auch Botlane gehen. Yep, and that's the Drake. Ich weiß nicht, warum ich gepinkt werde. Haben die noch nie mitbekommen, dass man in League of Legends ganken kann? Beziehungsweise, dass Leute gerne ganken. Ich könnte ihn probieren zu klauen. Warum sehe ich den eigentlich? Ach, wegen dem Ward. Ja, Mist, viel zu früh. Ja. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht, dass er noch gar kein geupgradetes Smite hat. Na ja, gut, aber die waren zu viert, also da. Ich hätte über die Wand flashen können, ja. Risk it for the biscuit. Aber dann wäre das Game garantiert over gewesen. Ehrlich gesagt, wie der Typ jetzt fast stirbt, verstehe ich auch nicht so ganz. Da ist der Pantheon blöde. Die Wave hätte er noch reinpushen müssen in den Turm. Aber gut, er ist wahrscheinlich wegen mir weggegangen. Echo lässt sich natürlich extra viel Zeit, um aus der Base zurückzukommen. Passt. Take it. Oh. How generous of you, sir. But I don't want it.
Also meine eigentliche Mission war, Nasus aus dem Game zu nehmen. Funktioniert super. Ja, das Problem ist, Nasus kann man eigentlich gar nicht wirklich aus dem Game nehmen. Nur indem man das Game hart gewinnt. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Oh shit. Oh, der ist low. Jetzt muss ich nur schnell da sein. Der Momo ist noch Level 5. Stück Scheiße. Ich meine, es war nicht gut von mir. Ich habe sogar meine Kuh nicht getroffen, aber immerhin sein Flash bekommen. Von dem her war es eigentlich schon ziemlich gut. Jetzt müsste man nur anfangen, sich auch die Zeiten zu merken auf dem Flash und so. Das ist etwas, das ich auch gar nicht mache. Ich sollte damit anfangen, ich weiß, aber. Also Pantheon und Amumu sind gefeedet. Alle anderen haben quasi keinen Kill. Die Kai'Sa hat 4 Assists. Oh no. Oh no. Oh! Nice! Sie wird zwar wahrscheinlich sterben. Aber meint, die hat. Was zum Teufel, wie hat diese. What? Schade. Der Typ hielt sich halt so geisteskrank. Keine Ahnung, was sie sich bei dem Champion. Oh, Leute, jetzt vergessen, die Kuh verkackt. Keine Ahnung, was sie sich bei dem Champion gedacht haben. Also bei Nasus. Was für ein Loser. Aber direkt mal Healing Reduction kaufen. Also gegen Nasus ist Healing Reduction quasi das Einzige, was irgendwas bringt. Aber ja, die ganken anscheinend permanent zu zweit Botlane. Das ist schon ein Problem. Aber wie? Und wieso vor allem? Also, naja, nicht wieso, aber. Wie? Die können doch nicht die ganze Zeit Botlane sein. Wie geht das? Oh shit. Okay, den Kill hätte ich nicht nehmen sollen, das war mein Fehler. Wir können von mir aus den Red Buff schon haben, die Quinn spielt tatsächlich ja ganz gut. Okay, wir haben jetzt einige Kills bekommen. Climben gerade unser Weg, unseren. Alter, der Momo hat First Item einfach Sonjas gekauft. Also, es ist nicht wirklich besonders, dass er Sonjas gekauft hat. Aber es ist besonders, dass er es jetzt schon hat. Würde ich sagen. Aber gut, 3 Kills, 3 Assists. Na ja gut, ich meine, ich könnte jetzt auch schon ein Item haben. Was? War mein Smite das worth? I guess so. Oh shit. Das ist nicht gut. I'm sorry, my man. Nice, let's go. Alter, wir haben die fast geaced. Geilo. Was für ein Comeback, ey. Nur noch den Nasus weiter abfacken, aber die Quinn schafft es tatsächlich alleine. Ich denke mal, der Red Buff hat da schon beigeholfen. Nice. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Die Gegner haben auf jeden Fall ein Late-Game-Team. Oh, Leute, die anderen beiden Minions wollte ich eigentlich gar nicht rip. Ich wollte halt echt nur den Lowlife killen eigentlich. My bad. Ja, ich meine, dem Echo hätte ich schon helfen können, aber die Botlane war da noch ziemlich weit weg. Wenn ich mit ihm reingegangen wäre,
wären wir sehr wahrscheinlich einfach beide gestorben. Gut, dann hätte die Botlane wahrscheinlich trotzdem zwei Kills bekommen oder vielleicht sogar alle drei. Aber so haben die Gegner nur einen Kill bekommen. Also der Momo nervt echt. Na gut, dass der jetzt Toplane geht, hätte man, sag ich mal, predikten können. Alter, und sie killt einfach beide. Oh shit. Oh shit. No Minions. Sie haben jetzt auf jeden Fall fett Money in the Bank. Oh, die Gegner haben noch den Rift Turret. Wait. Die haben den First Turret bekommen. Damn. Na ja gut, dafür kriegen wir nochmal Nasus. Oh, oder auch nicht? Alter, ich habe zwei Tower Shots getankt. Jetzt muss ich aber aufpassen, theoretisch könnte ein Momo kommen. Das ist auch keine gute Idee, sich in einem Ward zu backporten. Aber ja. Hätte sie den nicht killen können? Ich meine, er hat ja legit alles gemacht eigentlich. Also, oder? Keine Ahnung. Naja. Ich meine, ich glaube, er hat geflasht schon wieder. Also von dem her, ihm permanent ohne Summoner Space zu lassen, ist, I guess, auch was Gutes. Nice. Na gut, das haben die auch ohne mich. Ich habe das höchste Level im Spiel gerade mit Quinn. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich müsste auch eine fette Bounty haben, ja. 55. Okay, what is happening now, bye, boys? Bice. Lulu OP. I guess so. Erstmal klassisch 4000 Gold haben. Aber warum backgehen, wenn du auch einfach weiter farmen kannst? Sowohl Kills als auch Minions. Eine Minute bis Mountain Drake. Ich würde gerne noch Botlane durchpushen, aber das mache ich lieber nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da drauf gehe, ist sehr groß. Na, Nasus, der kann nichts. Außer pushen. Ja, ich kaufe auf jeden Fall Morello fertig, weil die haben drei Champions mit Lifesteal wahrscheinlich. Von dem her ist das, glaube ich, nicht schlecht. Vierzig Sekunden auf Drake. Nice, wenn der tot ist. Oh. Na gut, der Tower ist tot. Oder auch nicht? Schade, Nasus ist jetzt Botlane. Das ist nicht so gut. Die Frage ist halt, will he check? Sie haben keine Wards und der Momo ist Toplane. Das sieht so aus, als würde er sich ganz schön sehr aufs Farmen konzentrieren. Free Drake.
Schade. Ja, den Free farmen zu lassen ist natürlich nicht gut, aber kannst halt nicht wirklich viel dagegen machen als Diana. Im 1v1 besiegt er mich, egal wie gefeedet ich bin. Na gut, nicht egal, aber so gefeedet bin ich noch nicht. Harrod wäre jetzt nochmal da. Ich habe meine Auto-Attack gecancelt, der das Vieh gekillt hätte. Hab mich gewundert, warum es noch lebt. Klassiker. Wobei ganz ehrlich, Harrod nicht so krass ist, jetzt wo die Turret-Plates weg sind. Also ich werde es jetzt nicht riskieren dafür. Und die Zeit ist auch sehr kurz. Also eventuell macht ihn gerade am Uhr. Nevermind, der ist Mitte. Und die machen jetzt den Mid-Tower. Aber wir farmen die Botlane. Sogar nur Amumu, der den Turret zerstört. Aber der war eh fast kaputt. Also auch nur der erste. Nein! Mist. Oh oh. Die sollten jetzt aber aufhören zu fighten, ne? Zu spät, I guess. Yeah. Zum Glück haben die kein Objective zum Holen. Die Frage ist, warum Quinn jetzt nicht weiter Top-Lane gepusht hat. Das ist wirklich eine gute Frage. Und da wird jetzt wahrscheinlich gleich Nasus auftauchen. Oh ne, meint es. Ja, aber trotzdem. Keine Vision auf den meisten Gegnern. Ja, trotzdem mal meine Tränke verkaufen, I guess. For more Ability Power. Der Nasus müsste eigentlich allein sein. Den sollten die killen können zu dritt. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Aber der hat nur 300 Stacks, what the hell? Ja gut, okay, er ist drei Level über Aphelios, deswegen hat er so viel Damage gemacht. Kann ich den killen? Ey. Oh, sogar Shutdown Gold, nice. Dann hat es sich ja gelohnt. dann hat es sich ja sogar gelohnt. Oh no, wir könnten Baron machen, aber es ist keiner da. Also, Echo und ich sind gleich kein so gutes Baron-Duo. Mein Farm ist halt komplett geistesgestört, ey. Könnte aber sein, dass ich jetzt gestoppt werde hier. Oh, ne, Moment, der Drake. Ich bin ja komplett bescheuert. Oh, no. Oh, no. Amumu kommt Top Lane, eventuell mit Lux.
Also eigentlich gut, weil dann machen sie, ja doch, den Drake machen sie trotzdem, ja. Oder auch nicht. Na, bis ich da bin. Naja. My bad. Nein, die haben ganz schön lange gebraucht, zugegeben, aber es war zu spät, als ich es realisiert habe. Naja, ist nicht so schlimm. Wobei eigentlich schon, weil sie haben Nasus und Amumu. Und Pantheon. Ja, actually ist es doch ziemlich schlimm. Actually, it's pretty bad. Gegen die würde wahrscheinlich auch Magic Penetration helfen. Gegen den ihr Team. Oh no. Oder die hat noch weggeflasht, obwohl sie es gar nicht hätte müssen. What the hell? Was dachte der, was der jetzt macht mit Level 12? Dachte der jetzt, er läuft in den Jungle und killt vier Leute oder was? Was zum Teufel? Was hat der denn geraucht, ey? Lol. War der jetzt einfach mal AFK oder was? Ey, ich kann ja die Krabbe nicht. Der hat seine W geskillt oder was? Er hat seine W statt seiner E geskillt. Ich habe kein Smite. Aber ja, ich würde auch sagen, ohne Nasus können die halt legit nicht fighten. Ich bin halt Level 17. Wow. Gutes Sonjas, Bro. Gutes Sonjas. Ja, Mist, wir hätten den echten Drake nicht geben dürfen, weil dann hätten wir jetzt auch schon Soul Point. Und, naja, mehr oder weniger garantiertes Soul. Lol. Oh, ich dachte, ich kann über die Wand flashen. Ach komm. Oh, nein. Oh, okay, ich wollte gerade sagen. Also, wenn der die jetzt nicht hätte killen können, hätte ich mich schon gefragt, was ist das für ein Echo, Alter? Oh. Oh? Oha, oha. Okay. Wie kann der Nasus so ein krankes Problem sein? Er ist nicht gefeedet. Er hat keinen guten Farm. Er hat keine krassen Stacks auf seiner Q. Ich check nicht, wie der Nasus. Was ist mit diesem Champion einfach? Nasus und Garen. Das sind die beiden Champions, die immer stark sind. Egal wie schwach sie sind. Also halt legit stark, stark. Das ist halt lächerlich. Ihr könntet das Game finishen, aber na, gut dann. Oh, okay, nevermind. Wow. Giving them free kills like it's nothing. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch den nächsten Drake. Achso, wobei mein Team hat noch Baron, ne? Nevermind. Na gut, dann. Ja, aber die sollten, ne, ich weiß nicht, zu zweit jetzt Top-Lane gehen, ohne Quinn. Quinn hat kein TP. Ich weiß ja nicht. Ah, okay, sie gehen back. Sie haben selber realisiert, dass das nicht so klug ist. Ich bin so krank. Ich bin Level 18, die Gegner sind 14, 12, 13, 13, 12. Ich kenne halt jeden 1v1 jetzt.
Aber nur 1v1, wohlgemerkt, nicht 2v5. Außer Nasus vielleicht. Oh Mist. Genau das wollte ich machen vom Drake. Damit wir den Uncontested securen können. Und jetzt Botlane pushen, my brothers. Als ob die hier überall Wards haben, willst du mich trollen? Ich weiß jetzt nicht, warum die Quinn back geht. Und die haben das ist ja hier. Five Mid ist halt so dämlich, ey. Das sind halt so klassische Silberspieler. Junge, was pusht denn die Waves so krank, Alter? Was geht denn ab? Ich hoffe, die sterben jetzt nicht. Natürlich sterben sie. Ja, ist nicht mein Problem, wenn ihr fightet und ich weggehe. Schon verdammt schwierig, auf die Minimap zu gucken in dem Spiel. No! Oh, damn. Damn. Das war ein 1000er Shutdown, ja. 700 Gold. Ja. Das ist ja das Problem, wenn man ohne Sonjas spielt. Was ich eigentlich nie mache. Das war jetzt nur in dem Game gemacht, weil ich so krank ahead bin. Doesn't even matter. Die können halt machen, was sie wollen. Also, unser Team. Ja, mit der Ephidios, Alter. Keine Ahnung, Mann. Ich meine, natürlich. Das macht ihm wahrscheinlich Spaß, aber wahrscheinlich ist er auch 12 Jahre alt und denkt, die. Keine Ahnung. Freaking Sendungen, die auf Nickelodeon laufen, sind spaßig. Und jetzt solltet ihr euch verpissen, weil ihr seid gleich in einem 5 gegen 4 und habt das schon einmal verloren. Wenn ihr es nochmal verliert, dann ist das Game wieder ziemlich ausgeglichen. Und ihr verliert's. Damn, wir verlieren das Game tatsächlich. RIP. Ich check's halt nicht. Und mich flamen sie. Bleiben aber 4 gegen 5. Die Botlane ist so Cancer, ey. Die haben auch 18 von unseren 33 Toten. Gut, sie wurden echt oft gegankt. Aber
Was macht die Quinn? Warum ist sie jetzt backgegangen? Warum split pusht die nicht durch? Ey, die ist so komisch, ey. Sie tötet halt eine Minion Wave und dann geht sie back. Einfach komplett ohne Impact. Obwohl vier Gegner, ich habe gezeigt, dass vier Gegner beim Baron sind. Und sie pusht eine Wave und geht back. Das ist unglaublich, ey. Jetzt hocken die in der Base, unser Team verlässt die Base nicht. Weil sie am Schreiben sind. Ich hasse Leute, die so viel schreiben. Das sind absolute Verlierer. Wenn man so viel schreibt, dann kann man nur verlieren. Wieso zum Teufel werde ich von einem fucking ADC gewone-shottet? Mit Full-Build. Wie zum Teufel one-shottet mich ein fucking ADC, wenn ich Full-Build bin? Tenazo seid fast unsterblich, holy shit. Na gut, okay, gegen vier Leute nicht. Was bringt Mountain Soul eigentlich? Gain a shield after avoiding damage for 5 seconds. Also wenn du nicht im Kampf bist, hast du permanent einen Shield. Also du gehst immer mit einem Shield in jeden Kampf. Aber im Kampf selbst bringt es dir eigentlich gar nichts. Wow. Ist ja voll schlecht, der Buff. Ich dachte immer, Mountain Drake wäre der zweitbeste. Na gut, okay, 18% Rüstung und Magic Resist, aber es bringt ja nicht viel, wir haben keinen einzigen Tank. Aber dass die Gegner es nicht haben, das bringt viel. Aber das Game ist jetzt eh vorbei. Ja, also ich würde sagen, ich habe nichts gemacht in dem Game. Yeah. Aber die Teammates... Ach. Ich weiß gar nicht, wen ich honoren soll, ey. Ich glaube, der Echo, der hat einfach gar nichts geschrieben. Das ist wirklich so, der hat einfach gar nichts geschrieben. Als einziger. Naja. Ja gut, die Damage-Zahlen ergeben Sinn. Ich hatte, glaube ich, nur 9 Kill-Beteiligung. Oh ne, 16. Ja, aber wie gesagt, fast alle Fights haben auf der Botlane stattgefunden. Ich glaube, die sind 8 oder 9 Mal in der Laning-Phase gestorben. Da war ich ja nicht dabei. Da entsteht natürlich auch eine Menge Damage. Genau. Uff, Friend Request. Soul Bouncer? Wer war das denn? Oh. What? Okay, keine Ahnung, wer das ist. Ich dachte, das war einer aus unserem Game, lol. Weil ich hatte es schon oft, dass mich Leute nach dem Game adden und dann waren die halt aus dem Game, dann wollten sie mich beleidigen oder so wahrscheinlich. Also sind meistens Flamer gewesen. Dann blockiere ich immer direkt. Ich dachte, das wäre so ein Fall. Das wäre jetzt lustig fürs Video gewesen. Aber egal. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.